Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und heute ein traumhafter Frühjahrsblog. Samstagmittag, Ende April, 26 Grad im Schatten, ja, also in der Sonne fast schon zu warm. Und Traumwetter, ein Traumteich und ein Traumteich mit einer absoluten Besonderheit. Und das werden Sie jetzt wahrscheinlich fast nicht glauben, wenn ich Ihnen das sage. Der Teich wurde vor 10 Jahren gebaut. Der Kunde hatte vorher noch keinen Teich, er hat hier das Haus gebaut, Garten angelegt, gesagt, er will einen Koi-Teich und hat den Teich nicht mehr umgebaut. Er hat am Filter noch eine kleine Erweiterung gemacht, aber nur eine kleine. Und ansonsten ist es seit 10 Jahren so. Und er hat zwar keine Bodenabläufe, er hat Pumpen im Teich. Und er hat gesagt, ja, letztes Jahr hat er überlegt, ob er ihn jetzt nochmal umbauen soll, aber er kriegt die Kurve nicht. Dann sage ich, pff, was denn? Lass doch die Pumpen im Teich. Stört doch kein Fisch nicht. Ja? Er sagte, ja, aber der Schmutzabtransport ist dann doch nicht so optimal. Da geht ein Schlauch durch und so. Dann sage ich, das bisschen Schmutz im Teich, das macht die Fische nicht krank. Da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen, solange die Nitrifikation läuft, solange man ausreichend Wasserwechsel macht. Er sagt 15% in der Woche. Ich sage jetzt mal, hier haben wir 18 Kubik Wasser, wir haben 13 Fische. Mit den 15 Kubik kommt er aus. Das Wasser sieht wunderbar aus, das sehen Sie auch, hat einen tollen Glanz. Die Fische sind super drauf, sind super über den Winter gekommen, auch mehr oder weniger ungeheizt, hat eine Abdeckung drüber gehabt. Also da gibt es, und da muss man jetzt wirklich mal sehen, was investiert man, was hat man davon, ich sage mal, einen 20.000 Liter Teich umzubauen auf Bodenabläufe mit allen Pipapo, Furz und Feuerstein. 10.000 Euro sind da gleich verbrannt. Vielleicht nicht 10, dann sind es vielleicht 7. Aber viel günstiger wird das Spiel nachher nicht, von der Arbeit ganz zu schweigen. Und da muss ich ehrlich sagen, ich habe gefragt, wie oft verstopfen denn die Pumpen? Wie oft musst du da was machen? Sagt er, 2-mal im Jahr. Und ich habe dann gedacht, naja, 2-mal im Jahr die Pumpe raus. Nee, der hat, wie jeder Koi-Liebhaber auch, er hat sich so ein kleines Ding gebaut mit einer Klobürste, glaube ich, vorne drauf. Ich weiß nicht mehr, irgend sowas. Ja, er nickt gerade. Und da geht er oben über seine Aquamax 16.000 oder die zwei Aquamax 16.000 oben drüber. Macht sie wieder sauber, also er muss nicht mal die Pumpen aus dem Teich holen. Also und da muss ich sagen, da steht die Investition und der Ertrag in keinem Verhältnis, wenn man jetzt sagen würde, man macht den Teich neu. Zumal der Teich ist wunderbar eingewachsen mit den Pflanzen. Das war meine erste Frage, als ich oben stand, also man kann hier oben, die Terrasse liegt 1,50 Meter höher, habe ich den Teich mit den Pflanzen gesehen, dann sage ich, und? Hast du auch schon mal aufgesalzen? Sagt, ja, hat er schon 2-mal gemacht, nicht öfters, musste ja auch nicht öfters. Ich hatte nie Probleme mit den Fischen, auch nicht beim Hinzusetzen. Einer ist, glaube ich, mal ein Tumor gestorben, ein anderer lag irgendwann mal tot im Teich. Aber das sind ja nicht die Koi-Probleme, die man kennt, also die Vergesellschaftungsprobleme oder mit Entzündung. Sagt er, 2-mal hat er aufgesalzen und die Pflanzen haben es alle überlebt, war überhaupt gar kein Problem. Also man sieht auch da, da sage ich, auf wie viel hast du aufgesalzen? Sagt er 0,5%. Und ich sage, nichts, wirklich nichts passiert. Sagt er, nee, den nicht. Aber man muss natürlich gucken, was man mit dem Abwasser macht. Weil hier hinten, das sind Kirschlorbeer. Und da hat er das Abwasser reinlaufen lassen. Und 3 Kirschlorbeer waren dann tot. Und das erlebe ich ganz oft, wenn Leute, wenn wir irgendwas am Teich machen oder ich bringe Fische. Und bei uns ist ja auch häufig Salz im Wasser. Dann kann es noch sein, wenn ich die Fische ausliefere, dass noch 0,2, 0,3, 0,4 drin ist. Die kippen das Wasser dann immer irgendwo hin. Dann sage ich, aber Achtung, da ist Salz. Um Gottes Willen. Oder sie haben selber im Teich und fangen dann an, ihre Pflanzen zu gießen. Mit dem Salz im Teich, so ein Breitbandtherapeutikum, wie es auf der einen Seite für die Fische und für den Teich ist, für die landbewohnenden Pflanzen, kann es wirklich ein absoluter Graus sein und mitunter auch tödlich. Ich kenne viele der Fische, viele. Wir haben hier einen Beni Kumonryu, der müsste jetzt 4, vielleicht 5 Jahre alt sein. Ein Chisui, der hat das gleiche Alter. Die Fische sind alle gut gewachsen. Ich würde mal sagen, viele haben so um die 70 cm. Manche vielleicht auch 1 cm mehr, andere weniger. Die haben sich hervorragend hier entwickelt. Haben natürlich auch der ein oder andere so seine Alterserscheinung. So wie der Chisui, Lisa Lisa. Ist nicht ganz dunkel geworden, aber man sieht schon, dass die Schönheit ins Alter kommt. Hier Karashigoi, immer vorwitzig. Yamabuki. Danke. Und hier, und das muss man sagen, in dem Teich, und das ist einfach so ein Gefühl, und das war das erste Gefühl, was ich mir beschlichen hatte, man sollte ja immer auf sein erstes Gefühl achten, hier steht alles irgendwo in einem gesunden Verhältnis. Die Teichgröße, die Tiefe, weil ich glaube maximal 1,50 tief, wenn überhaupt, die Anzahl der Fische, die Wasseraustauschrate, wir haben 2-mal die Aquamax 16.000, beim 18.000 Liter Teich haben wir also 1-mal pro Stunde. Die Umwälzung, also auch das passt. Das Wasser sieht nicht schwer belastet aus. Es hat, wie gesagt, einen super Glanz an der Oberfläche. Und von daher, das ist einfach in Balance. Und so macht das Koi-Hobby Spaß. Man hat hier auch nicht den Ehrgeiz, dass jedes Jahr neue Fische mit in den Teich müssen, sondern die letzten 2 Jahre kam gar nichts Neues hinzu.
Und das ist auch ein Garant dafür, dass dann zumindest in den 2 Jahren nichts Gravierendes hinzukommt, was Probleme angeht. Und von daher, hier hat man den Teich, und da habe ich es gerade auch mit dem Besitzer davon gehabt, er hat nicht den Anspruch, immer die besten Fische, die tollsten und die aktuellsten zu haben, sondern er möchte einfach ein bisschen Leben im Garten haben. Und das hat er, glaube ich, mit Bravour hier umgesetzt bekommen. Und hier eine Besonderheit, den habe ich irgendwann mal verschenkt, den Karaschigoi. Da hatten wir eine Karaschi-Competition. Er war einer der Gewinnerteiche. Und das sind sogenannte Shortbody-Koi. Die sind derzeit in Japan ultra populär. Da liegt ein Gendefekt vor. Der ist jetzt, glaube ich, wie lange ist das her? 6, 7, 8 Jahre alt. Und der ist in die Länge nicht wirklich gewachsen. Der ist bis zum Anfang der Rückenflosse ist er noch normal, relativ normal. Und dann danach ist er einfach verkürzt. Er hat die Höhe wie ein normaler Karaschi. Jetzt kommt er, weil er weiß, wir sprechen über ihn. Der hat die Höhe wie ein normaler Karaschi. Und nur von der Länge hat es nicht gepasst. Und die sind gerade, die wurden durch einen Händler in Japan, wurden die populär gemacht. Der hat es auf Facebook gepostet. Und dass er diese Shortbody-Koi sammelt, also für sich privat. Und dann kamen natürlich alle, weil der relativ bekannt ist, kamen alle und wollten die Shortbody-Koi kaufen. Und der hat die aber schon überall in Japan bei den Züchtern. Die kommen bei allen Varietäten vor, also nicht nur bei Karashi-Koi. Dann hat er die überall aufgekauft. Und ich habe gerade gesagt, ein Shortbody-Koi, wenn der jetzt, ich sag mal, 2-3-jährig wäre hier, dann hätte der derzeit, was ich so gehört habe, wie der Marktwert von denen ist, hätte der einen Wert von 3.000, 4.000 Euro. Also das ist eine Besonderheit. Ich weiß nicht, ob die jetzt unbedingt steinalt werden. Er hier, wie gesagt, ist jetzt schon 7, 8 Jahre. 7 Jahre ist der und dem geht's gut. Der Besitzer sagt, wenn er füttert, gerade im Winter, 80% frisst er. Die anderen müssen gucken, dass sie sich gegen ihn durchgesetzt bekommen. Und so von der Gesundheit überhaupt gar kein Problem. Und wenn es jetzt nicht innerlich von den Organen zu irgendwelchen Schwierigkeiten kommt, kann der es mit Methusalem-Alter erreichen. Dieses Jahr hat der Teich mehr Algen hier als noch in den vergangenen Jahren. Könnte jetzt an der schnellen Erhitzung im Frühjahr liegen. Wobei für mich sieht es jetzt nicht so aus, als seien störend viele Algen, sondern schon alles noch irgendwo im Rahmen. So, das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, da weiß ich nicht, ob es im Sommer anders gemacht wird. Wir haben hier nur in dem Flachwasserbereich liegt ein bisschen Sprudelstein. Hinten beim Rücklauf zum Teich liegen da in den Flachwasserzonen. Da blubbert ein bisschen Rücklauf, im Rücklaufwasser blubbert ein bisschen Sauerstoff rein und hier. Und das ist halt keine wirklich richtige Belüftung. Da würde ich im Sommer, wenn die Temperatur dann mal über 20 Grad geht, deutlich über 20 Grad, würde ich schon gucken, dass da noch ein bisschen Belüftung hinzukommt. Aber ansonsten, wie gesagt, ein Teich, bei dem Größe, Anzahl der Fische, Wasserqualität, Futtermenge, wo das alles schön in Einklang steht. Und jetzt sind wir hier ungefähr auf Terrassenhöhe und so schaut man sich dann das Bild abends an. So, ein wirklich hübscher Kleinteich kann man nicht sagen mit 18.000 Liter. Ich habe es ja schon öfters im Blog erwähnt. Das wäre exakt die Größe, die ich mir bauen würde, so um die 20.000 Liter, 15.000 bis 20.000. Denn da ist mal eins sichergestellt, dass das Hobby von den Unterhaltskosten und von allem nicht gar ganz so schlimm ist. Ausufern kann, wie es das dann doch beim einen oder anderen gewollt oder ungewollt tut. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihr Interesse, machen Sie es gut und bis zum nächsten Blog.